kann ein jetzt 87-Jähriger noch eine Altersrente beantragen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe eine Anfrage aus dem Internet bekommen. Ein Sohn eines älteren Herrn, der in Kanada lebt, teilte uns mit oder fragte an, ob sein Vater denn in Deutschland noch eine Altersrente beantragen kann. Sein Vater hat in jungen Jahren in Deutschland, bevor er nach Kanada ausgewandert ist, hier gearbeitet für einige Jahre. Er hat dann auch entsprechende Nachweise gefunden und hat seinen Vater darauf hingewiesen, Mensch Vater, vielleicht kannst du ja sogar noch in Deutschland eine Rente bekommen. Grundsätzlich ist das überhaupt gar kein Problem. Natürlich kann Ihr Vater hier in Deutschland eine Rente beantragen. Und ich würde ihm auch raten, dass er das so schnell wie möglich macht. Am besten gleich sofort. Das geht nämlich ganz fix, indem man der deutschen Rentenversicherung oder im Konsulat in Kanada einen Rentenantrag abgibt. Und zwar formlos. Das reicht völlig aus. Oder Sie stellen diesen Rentenantrag, meinetwegen, wenn das technisch bei Ihnen möglich ist, Internet, online bei der deutschen Rentenversicherung. Was braucht Ihr Vater? Im Wesentlichen nur eins. Er muss nachweisen, dass er in Deutschland mindestens 5 Jahre Beitragszeiten absolviert hat. Das heißt also Pflichtbeitragszeiten aus einer Tätigkeit oder freiwillige Beiträge. Und da reichen 5 Jahre aus und dann steht ihm eine Regelaltersrente zu. Und eines kann ich Ihnen sagen, die Regelaltersrente wird einen mächtigen Aufschlag haben. Der Zugangsfaktor beträgt hier nicht 1,0, sondern wird deutlich höher sein. Also Ihr Vater wird dann, wenn alles klappt und die Wartezeit der 5 Jahre erreicht ist, tatsächlich eine ordentliche hohe Rente bekommen. Leider ein bisschen zu spät, rückwirkende Rentenbeantragung ist hier nicht mehr möglich. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.